Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Skull and Bones und einer weiteren legendären Schatzkarte. Ja, natürlich sehen wir wieder so gut wie gar nichts, aber sind natürlich durch den Heizumstellerauftrag direkt hierher gekommen. Ich befinde mich hier beim Drachendrücken. Genau, Drachendrücken. Das ist schon die Küste, ja, es ist schon Küste von Afrika. Genau. Und auf der Karte, auf der Schatzkarte meine ich natürlich, sehen wir oben rechts natürlich wieder das ausschlaggebende Symbol, und zwar eine Palme mit einem Kreuz. Ich befinde mich natürlich wieder hier bei unserem ersten Mat. Und dann rennen wir einfach mal den rechten Weg hoch. Es gibt hier natürlich noch mehr Wege, da hinten so hoch und wie auch immer. Aber wir müssen hier den rechten Weg hoch. Und dann ist es eigentlich ziemlich eindeutig, wo wir hin müssen, wo wir lang müssen. Wir halten uns dann hier links, zack, nach oben. Wir laufen hier durch dieses Tunnelsystem. Wow, naja, Tunnel kann man es nicht richtig nennen. Hier am Stein vorbei und laufen dann hier, da sehen wir es, auf das Signalfeuer der Piraten zu. Habe ich schon mal aktiviert. Daran laufen wir dann dran vorbei und laufen in Richtung des Lagers. Da auch dran vorbei, und hier haben wir so eine komische Statue. Was die zu bedeuten hat, kann ich gar nicht sagen. Sieht aus wie eine Galionsfigur. Jedenfalls hier hinten sehen wir den Baum mit dem Kreuz drauf. Mit dem X drauf natürlich kein Kreuz, weil das X markiert natürlich die Stelle. Und können hier unsere legendäre Schatztruhe aus dem Boden holen und bekommen wieder ein bisschen Silber, ein bisschen Waren und ein bisschen Material. Eisenhülle 5 bringt mir, glaube ich, nichts mehr. Ballista 3 kann man machen, muss jetzt aber nicht sein. Die Kokos und der Baum mit. Das ist tatsächlich mal eine Galionsfigur gewesen, denke ich. Egal, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.